Ich würde meinen Beitrag gerne beginnen mit einer kleinen Anekdote, die ich entnommen habe dem Buch zum Film Alphabet. Wenn man mit Menschen redet, die mit Fischen in Aquarien experimentieren, erfährt man so einiges. Zum Beispiel, dass man in einem richtig großen, naturgetreuen Aquarium vier Wände aus Glas bauen und diese Fische in diesem Aquarium im Aquarium frei schwimmen lassen und beobachten kann. Zuerst stoßen sie an die durchsichtigen Wände an. Bald aber kennen sie ganz genau die Grenzen ihres Reiches. Entfernt man die Glaswände nach einiger Zeit, schwimmen die Fische weiterhin im Viereck, den von ihnen registrierten Grenzen entlang, obwohl es sie nicht mehr gibt. Ich habe mir erst jetzt heute zum ersten Mal die Frage gestellt, ob dieses Experiment auch funktionieren würde, wenn man das mit Fischen mal probieren würde, die im Meer leben. Weil diese Fische im naturgetreuen Aquarium haben natürlich auch immer eine Umgrenzung gehabt. Keine Ahnung, ob jemand so ein Experiment mal machen würde, aber fände ich mal ganz spannend. Bitte? Mit Kühen hat man es ja so gemacht, erst Starkstrom und dann gar keinen Strom. Und die haben. Und dann respektieren sie die Grenzen. Genau. Ich würde gerne jetzt ein Bild verwenden, was ich, das stammt nicht von mir, oder ich habe mich inspirieren lassen für das, was ich jetzt gleich anzeichnen werde, von dem israelischen Bildungswissenschaftler und Bildungsexperten Jakob Hecht. Bild stammt also nicht von mir. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das ist die Welt. Er zeichnete auch so einen Kreis an und sagte, hier befindet sich alles Wissen, was es auf der Welt gibt. Und dieses Wissen verdoppelt sich ständig oder vervielfacht sich. Also wir wissen immer mehr. Das ganze Wissen, das wir haben. So. Ansonsten befinden sich alle Menschen auf dieser Welt. Alle Menschen und das Wissen in seiner ganzen Vielfalt. Ich würde also sagen, ich schreibe mal Welt hier hin. Das Ganze symbolisiert also das Leben in seiner ganzen Vielfalt. So. Dann haben wir uns irgendwie ein Gebilde ausgedacht, etwas konstruiert, das sieht ungefähr so aus. Und wir können das jetzt in verschiedener Weise bezeichnen, zum Beispiel als mit dem Begriff Institution. Jetzt verschreibe ich mich hier sogar. Institution. Wir könnten auch überlegen, ob der Begriff Kindheit nicht auch eine Institution ist, ob das nicht auch dieses Kästchen symbolisieren kann. Kindheit. Während das auf der Welt also Menschen allen Alters gibt, gibt es hier drin Kinder und Erwachsene. Und wenn wir jetzt überlegen, das könnte auch die Schule symbolisieren, die Schule, die im Gegensatz zu, wenn ich jetzt den Begriff Bildung noch hier hinschreiben würde, Bildung, die ja im Grunde so gestaltet ist, dass sie von diesem Wissen sich etwas heraussucht und das auf eine ganz bestimmte Art und Weise plant und aufarbeitet und im Grunde das auch hier drin verpackt ist. Und in dieses Ding wird und wurde versucht, Menschen hineinzustopfen. In die Schulen hineinzustopfen, die jungen Menschen und in die Kindheit hineinzustopfen, auch alle neugeborenen Menschen. Und um noch die Begriffe von Bertrand einzuführen, auf dieser Welt sind wir alle Subjekte. Und hier drin hat man den Eindruck, da wird der Mensch zum Objekt gemacht. So. Was liegt jetzt nun diesem Ganzen noch zugrunde? Normen zum Beispiel. Normen sind die Maßstäbe, die hier gelten. Gleichzeitig schreiben und sprechen ist wirklich nicht so das Beste. Die hier gelten. Während zum Beispiel hier draußen es keine Normen gibt, sondern durchaus Werte. Ich möchte das mal kurz an einem Beispiel erläutern.
Es ist ein Unterschied, ob ich als Wert sage, wir achten das Eigentum anderer, oder ob ich eine Norm mache und sage, wer was klaut, der wird bestraft. Da gibt es jetzt ein Gesetz. Das wäre so der Unterschied zwischen Werten und Normen. Während wir uns vorstellen, dass außerhalb Menschen sich organisieren in Form von Einrichtungen, die jeder die sozusagen den Menschen dienen, stellt sich die Frage, ob nicht die Menschen der Institution dienen, weil sie nämlich bestimmte Regeln, Regelwerke und Normen hat, die den Menschen aufgezwungen werden. Und gleichzeitig beinhaltet sie auch die Durchsetzungsmaßnahmen, was dann passiert, wenn jemand sich nicht dran hält. Die spannende Frage, die allerspannendste Frage ist, was passiert, wenn jemand, der hier drin ist, Nein dazu sagt und raus will? Egal, wie schön man zum Beispiel das gestalten würde. Ich möchte nur das Beispiel der Reformpädagogik oder der Verbesserung der Schulen nennen, wo viele Menschen sich Gedanken darüber machen, wie das angenehmer und schöner gestaltet wird. Wir können dann dieses Kästchen im Grunde größer machen. Wir können es auch vielleicht mit einer anderen, schöneren Farbe versehen. Aber im Grunde bleibt dieses Kästchen erhalten. Und die Frage stellt sich immer, was ist, wenn ein Mensch, der da drin ist, Nein sagt. Muss ich mal überlegen. Was interessant ist, ist die Beziehung, zu der die Menschen stehen, die hier in diesem Kästchen drin sind. Sie sind sozusagen dazu oder werden dazu gezwungen, sich miteinander zu vergleichen und zu konkurrieren. Wenn wir uns die Schule angucken oder auch grundsätzlich die Kindheit angucken, ist es schon, bevor überhaupt ein Kind geboren wird, in der Schwangerschaft, beginnt es schon damit, dass Werte erhoben werden und verglichen wird. Und das wird dann eingeteilt in, ob es normal oder nicht normal ist. Das heißt, während wir hier noch den Begriff normal hinzufügen können, ist etwas normal oder nicht normal, könnten wir uns sonst die Frage stellen, ob etwas gesund ist. Es gibt also viele Menschen, die sagen, ja, aber das ist doch normal. Und dann kann man sich nur fragen, ist denn das, was normal ist, auch gesund? Wir haben hier uns so organisiert, dass wir Regeln und Gesetze brauchen. Und uns auch darauf beziehen. Und dann gibt es Menschen, die immer sagen, ja, ganz ohne ginge es doch nicht. Und das ist auch wahr. Bertrand hat das Beispiel der Sprache zum Beispiel genommen, dass wir uns ja auch sozusagen den sprachlichen Gegebenheiten unterwerfen. Das können wir mit dem Begriff Übereinkunft bezeichnen, in die man vielleicht selbstverständlich hineinwächst. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, dass wir hier den Rechtsverkehr haben und wir auch nicht einfach auf der anderen Straßenseite fahren, sondern uns dem anpassen, weil es einfach sinnvoll ist und wir quasi diese Übereinkunft haben, wir fahren hier so. Wenn wir nach England fahren, müssen wir uns das ein bisschen umgewöhnen, zum Beispiel. Aber das ist irgendwie allen klar. Jetzt ist das Spannende, dass ich jetzt hier Objekt stehen habe und das Subjekt und Bertrand ja auch schon gesagt hat, dass wir eigentlich alle immer Subjekt sind. Das heißt, eigentlich sind wir auch hier drin Subjekt. Bertrand sprach auch von der Würde, die Würde, die nicht antastbar ist. Die Würde ist auch nicht antastbar und es gibt viele Beispiele von Menschen, die sozusagen entwürdigenden Maßnahmen unterworfen werden sollten, sich aber niemals haben entwürdigen lassen. Das heißt, wenn ein Mensch sich bewusst ist, dass er Subjekt ist und sich auch so verhält, ist es ganz schwer, ihn hier drin zu halten und zum Objekt zu machen. Das heißt,
Das ist das, was die meisten Menschen vergessen. Also dieser Satz, der weit verbreitet ist, ja, ich weiß ja, dass es ungut ist, aber man muss halt da durch. Ich muss halt da durch. Ich kann daran nichts ändern. Entspricht im Grunde dem, dass man verinnerlicht hat, Objekt zu sein und vergessen hat, dass man Subjekt ist und immer entscheidet, immer als Subjekt. Ich entscheide mich also, hier zu bleiben. Ich entscheide mich, mich zu unterwerfen und mich diesen Normen anzupassen. Warte mal. Okay. Andere Begriffe, die ich auch noch hineinführen möchte, zum Beispiel den Begriff der Fehler. Hier drin gibt es Fehler. Fehler werden auch bestraft sozusagen. Wenn wir uns die Schule angucken, werden sie mit schlechten Noten bestraft. Das führt zu Angst. Während es draußen keine Fehler gibt, sondern Irrtümer. Jeder Mensch hat ein Recht, sich zu irren. Und man sagt ja eigentlich auch immer, aus Fehlern lernt man, was damit gemeint ist. Ja, wir können uns alle mal irren und lernen daraus eigentlich am allermeisten. Und es ist die Frage, hat man ein Recht auf Irrtümer? Was auch noch interessant ist, ist, während wir hier die Kindheit haben, der Mensch, der also noch kein vollständiger Mensch ist, der erstmal einer werden soll, ist also der Fokus auf das Werden. Auch nach der Kindheit geht dieser Fokus weiter, wenn wir überlegen, was wird mal in der Zukunft sein, bis dahin, wenn wir irgendwann die Rente bekommen. Während dem gegenüber der Begriff des Seins steht. Okay, ich würde gerne mal dieses Bild erstmal stehen lassen und noch wieder an Bertrand übergeben.